Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. Wir sind hier unterwegs in Finnland mit 18 Tonnen Kerosin, glaube ich. Also Kerosin sicher, 18 Tonnen, glaube ich. Ja, und hatten in der letzten Folge nochmal ein bisschen über unsere guten Politiker gequatscht, die absolut an ihrem Stuhl kleben, völlig egal, was sie da verbocken, nachweislich verbocken, wie viele Millionen sie in den Sand setzen. Sie deletieren einfach weiter. Gedeckt von unserer guten Kanzlerin, die auch einfach nichts tut. Und da wollte ich gerade noch ein schönes Beispiel anbringen, wo auch nicht nur die CDU, sondern genauso die SPD und tatsächlich auch die Grünen zu verantworten haben, die da damals an der Reihe waren. Die CDU oder die Regierung sagt ja immer so schön, man solle privat vorsorgen und für die Rente vorsorgen. Und auch so entweder direkt Versicherungen oder halt Betriebsrentenversicherungen abschließen. Und ja, genau diese Regierung, Achtung, achten Sie auf die CDU, SPD, damals auch noch mit bei den Grünen, waren damals auch noch mit dabei, hat 2004 war das, glaube ich, beschlossen, dass auf genau diese Direktversicherungen und Betriebsrenten rückwirkend, wohlgemerkt, rückwirkend, der volle Beitragssatz für die Krankenversicherung fällig wird. Das heißt, es zahlt nicht wie, man zahlt nicht nur die Hälfte, sondern man zahlt den vollen Beitragssatz. Also die vollen, was sind das, 14-15%? Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh, gilt hier 70. Ups. Was natürlich die Rendite von so einer Versicherung völlig zunichte macht. Das sind aber Dinge, die einem auch keiner sagt, wenn man sowas abschließt. Dass dann quasi bei der Auszahlung da nochmal so richtig Prozentpunkte runterkommen. Ja, und genau diese Regierung hat jetzt beschlossen, also früher war es, bisher war es dann so, also seit 2004 war es halt wie gesagt so, es gab einen Freibetrag von 156 Euro oder sowas um den Dreh rum, glaube ich. Die, die drunter blieben, zahlten keine Krankenversicherung, glaube ich. Und die, die drüber waren, zahlten für den vollen Beitrag den vollen Prozentsatz. Also es war nicht so, dass man dann quasi nur den für den Betrag zahlte, der über die 156 oder so sind es, glaube ich, drüber ging, sondern man zahlte entweder nicht oder man zahlte voll. Also für alles. Das wollen sie jetzt für 2020 noch ändern. Einmal wird der Beitrag, glaube ich, angehoben auf 165 oder sowas. Das wird minimal angehoben. Und bis 300 irgendwas zahlt man dann nur den einfachen, also den halben Beitragssatz, wie der für einen Arbeitnehmer. Bis 350 oder sowas, glaube ich. Und erst darüber wäre dann der volle Beitragssatz fällig. Diesmal aber dann auch tatsächlich wohl so gestaffelt, dass quasi für die ersten 165 nichts gezahlt wird, das was da drüber geht, bis 350 halt die 7 irgendwas Prozent und das was da drüber geht, dann halt den vollen Beitragssatz. Was allerdings ehrlich gesagt trotzdem immer nur keine Wiedergutmachung oder sowas ist, sondern einfach schlicht und ergreifend, Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ein
eine minimale Verbesserung, aber von einem immer noch sehr ungerechten System. Weil, wie gesagt, bitte links halten. Das ist eigentlich so, vor allem für die Altverträge ist das gemein. Da war es nämlich nicht so, dass sie das hätten abschließen, dass sie die Krankenversicherung hätten zahlen müssen, und jetzt wurde das rückwirkend geändert. Also keinerlei Bestandsschutz, einfach rückwirkend geändert. Und das ist ein Unding, dass man da, wenn man so langfristige Sachen abschließt, nicht darauf vertrauen kann, dass es dann auch so ist, wie es abgeschlossen wurde. Dass die Regierung einfach hingeht und sagt, ach, da ziehen wir mal halt jetzt 14% Krankenversicherung ab, Punkt. Ich finde, sowas geht überhaupt nicht. Und es gibt zum Glück viele Leute, die dagegen angehen, viele Betroffene, die da versuchen, das auch wieder so hinz... die Regierung dazu zu zwingen, das vollends A zurückzunehmen und quasi auch das, was den Leuten dadurch entgangen ist, dass sie das wieder zurückzahlen müssen. Weil sowas geht einfach nicht. Das ist schlichtweg Enteignung. Und vor allen Dingen, sie drängen die Leute ja in diese Versicherung, in die Betriebsrenten, in die Direktversicherung. Sagen, sorgt damit vor für eure Rente. Biege nach links ab. Und dann ziehen sie einfach ab. Und das geht halt nicht. Also das Volk wird quasi von der Rente klein gehalten, wo es nur geht. Der Regelsatz wird immer weiter gekürzt, dass man halt nur noch, ich glaube momentan sind sie dann bis auf 43% soll es dann mal irgendwann runtergehen, die man noch von seinem, nicht von seinem letzten Bruttogehalt kriegt, sondern von den, von der Rente quasi. Von den Rentenpunkten da irgendwas, ne? Das ist... Ups, vielleicht sollte ich auch auf der rechten Spur bleiben, wenn ich nach rechts abbiege. Ja, das sind alles so Dinge, wo man sich dann fragt, wie kann man da auf Politik noch vertrauen? Die werfen das Geld mit vollen Händen zum Fenster raus. Durch Dilettantismus. Siehe Scheuer mit der Maut. Siehe BER. Und immer geradeaus. Holen sich's vom Bürger, wo es nur geht. Da macht dann Rente auch nicht wirklich Spaß, also. Und ja, es kam jetzt ja auch letztens nochmal ein Bericht, dass immer mehr Rentner in die Schuldenfalle geraten, weil sie schlicht und ergreifend ihre Rente nicht mehr zahlen können. Oder ihre Rechnungen nicht mehr zahlen können von dem bisschen Rente, was sie haben. Links halten und dann links abbiegen. Es wird ja immer alles weiter teurer, die Miete steigt, Lebenshaltungskosten steigen, Versicherungen steigen, und die Rente steigt. Verhältnis dazu halt nur sehr wenig. Vor allen Dingen die, die quasi auf Grundsicherungsniveau liegen. Wenn da die Rente aufgestockt wird, demnächst rechts abbiegen, ist es nicht so, dass ja die dann entsprechend so und so viel Prozent mehr kriegen. Rechts ab. Nee, das wird ja dann halt einfach von dem Aufstockerbetrag bis zur Grundsicherung abgezogen. Demnächst links abbiegen. Das ist im Prinzip aus... Biegen nach links ab. Ein bisschen Rente kriegen sie mehr. Und das, an was sie dann als halt zusätzlich als rechts halten. Aufstockung kriegen, rechts abbiegen, wird halt wieder abgezogen. Im Endeffekt haben biegen sie dann rechts ab. Genau das gleiche wie vorher. Schenkt sich also nichts. Von da bin ich mal gespannt, was das mit dieser Grundrente wird. Die ja auch nur mal wieder so vor sich hin dilettiert wurde. Demnächst links abbiegen.
Aber ja, schauen wir mal, wie sich das alles noch entwickelt. Vor allen Dingen dann bei der nächsten Wahl. Was da für Parteien an die Macht kommen. Also nein, ich bin kein Anhänger von der AfD oder so. Ich würde die auch nie wählen und ich kann auch keinem empfehlen, die zu wählen. Weil die machen es garantiert nicht besser. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Demnächst rechts abbiegen. Aber ja, mal gucken, was es noch für Alternativen geben wird. Biege nach rechts ab. Jupp, mach ich. Und wir sind am Ziel. Einparken, können wir. Ja. So, wo müssen wir denn hin? Entweder dort, das könnten wir eigentlich mal wieder machen, aber schon lange nicht mehr gemacht, ne? Auch wenn das jetzt nicht gerade der ideale LKW dafür ist, weil vier Achser und dementsprechend kein Rangierwunder. Aber kriegen wir auch hin. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Ich weiß, so parkt man eigentlich nicht ein, so schräg, aber... Grün! Stehen wir denn? Ja. Nicht gut, aber okay. Spiel sagt, ist okay. Das akzeptieren wir. Und wir satteln ab. Kann man da an der Stelle ja eh nicht entladen. Das ist ja ein Tanklaster. Achso, fortfahren sollte ich vielleicht noch. Fortfahren sollten wir noch. Und wir brauchen jetzt einen neuen Auftrag, ne? Dann gucken wir doch mal, was wir hier so geboten kriegen. Ein Turku. Rein von der Optik her. Ist da noch nicht sowas dabei, was ich jetzt gerne hätte? Oh, wir könnten auf die Insel. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal waren. Fahren wir hin, machen wir. 16 Tonnen Kies. Wie lange ist er noch? 9 Stunden, das passt. Fertig zum Losfahren. Jo, wo müssen wir denn hin? Vielleicht erst die Handbremse lösen. Nach links ab. Das schaffen wir in der heutigen Folge wahrscheinlich nicht mehr. Aber vielleicht in der nächsten dann. Ich hoffe, dass jetzt nicht gerade die Woche das DLC dann rauskommt. Aber dann ist halt die Ladung weg. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Kann ich dann auch mitleben. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Jupp, machen wir. Das machen wir. Pennen müssen wir noch nicht. Glaube ich jedenfalls. Biege nach links ab. So, 6 Stunden haben wir noch. Und wir haben ja einige Fährfahrten dazwischen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab.
Jupp. Sobald grün wird, ne? Und der Volvo da vor uns wegfährt. Demnächst links abbiegen. Wo müssen wir denn ganz hin? Ich hoffe, wir schaffen es diese Folge noch, die Ladung zu holen. Demnächst rechts abbiegen. Ja. Hier dürfen wir nicht. Aber hier. Biege nach rechts ab. Werd noch mal den... da den grauen Teil noch fahren können, ne? Naja, egal. Zu spät. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Juhu. Muss eh bremsen. Immer geradeaus. Bremsen, weil rot. Bremsen, weil einfach rot. Oh, wir müssen darüber. Ich setze mich mal vor dich. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Yay, grüne Welle. Sehr schön. Boah, wo müssen wir denn ganz hin? Hä? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts. Noch eine Stunde. Nimm die Ausfahrt rechts. Okay, dann werden wir in der heutigen Folge demnächst rechts abbiegen. Die Ladung holen. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Mehr aber auch nicht. Biege nach rechts ab. Ich meine, die galt ja, glaube ich, 4 Stunden noch oder so. Also von dem her sind wir im sicheren, auf der sicheren Seite. Kriegen tun wir sie noch. Und ja, wenn wir sie dann jetzt haben und tatsächlich das DLC kommen sollte, machen wir nicht allzu viel kaputt. Weil dann landen wir eh wieder in Color. Im guten alten Köln. Und dann müssten wir natürlich E-Ladung suchen, mit der wir Richtung Schwarzes Meer kommen, Richtung Türkei. Bin mal gespannt, wann das DLC rauskommt. Ein bisschen Zeit haben sie ja noch, 2019 soll es kommen. Festen Termin ist aber, haben sie noch keinen angekündigt. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, woran es hängt, an der 1.36 für den Euro Truck Simulator oder am DLC. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Jupp. Machen wir. Nimm die Ausfahrt rechts. Machen wir. Und nicht mit 80, sondern besser mit 50. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ja, ist gut. Achtung. Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Bitte links halten. Machen wir. Geht voll klar. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh. Rechts halten. Wir müssen eh abbiegen. Ausfahrt rechts nehmen. Wir müssen eh abbiegen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, bin dabei. Bin dabei, bin dabei. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Okay, da kommt nix. Nimm diese Ausfahrt. Jupp. Wird erledigt. Chef. Ich hätte nicht erwartet, dass das so weit weg ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kann man ein Schlückchen trinken?
Ja, das kommt dann schon mal vor, dass er dann so, dass das Eye-Tracking das dann komisch erkennt. Demnächst rechts Ich abbiegen. kann es leider gerade nicht deaktivieren, weil ich habe es versehentlich erst in Euro Truck Simulator dann das Eye-Tracking gestartet. Biege nach rechts ab. Und Hier endet es. deswegen kann ich es gerade nicht deaktivieren. So, ach so, vielleicht sollte ich die Ladung auch bestätigen, ne? Nicht einfach mal dran vorbeifahren. Einfach mal dran vorbeifahren, weil ich es kann, ne? So, die Ladung, genau. Gang einlegen und dann funktioniert das auch. Ach, der hintere der beiden Anhänger ist das. Okay. Ja, und da kann man hier die Folge dann auch beenden. Das passt. Hä? Muss ich weiter nach? Nö. Die Richtung garantiert nicht. Die andere. Auf geht's. Jetzt passt's. So. Ja, dann würde ich sagen, starten wir in der nächsten Folge durch. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.